In der letzten Folge haben wir ein bisschen die anderen Spieler geärgert, die sich alle so niedergelassen haben. Und ab hier gibt es dann einen größeren Timeskip, denn es ist nicht wirklich viel passiert. Ein paar Leute haben irgendwann aufgehört, einfach zu spielen. Demzufolge waren denen ihre Basen jetzt nicht mehr wirklich relevant. Und ich habe mich jetzt dem verschrieben, den Server weiter zu testen, denn dafür ist dieser komplette Test-Vibe ja eigentlich da gewesen. Sprich, ich habe versucht, die ganzen Caves zu clearen, mit so wenig Aufwand wie möglich. Das heißt, ich habe meistens auch Brimsettle benutzt und so weiter. Ich wollte einfach mal schauen, wie schnell kann ich unter diesen Einstellungen denn überhaupt etwas clearen? Und da bin ich halt schon hart auf die Fresse geflogen. Im Hintergrund sieht man jetzt zum Beispiel die Ice Cave. Ich habe partout keine Duty-Sattel bekommen und habe mich dann da ein bisschen durchgemogelt, indem ich überall Turrets platziert habe, Spikes platziert habe, die ganzen Bären und so weiter in die Spikes ablaufen lassen, sie abgeschossen und so weiter und so weiter. Das Ganze hat ewig lang gedauert, aber so war es am Ende möglich, mir das Artefakt zu holen. Später habe ich dann noch Terzis gebreedet, weil ich den Drachenboss ja eigentlich als erstes machen wollte und er sowieso der härteste ist. Das ging ziemlich hart nach hinten los und ich musste die ganze Scheiße halt nochmal von vorne farmen. Habe mich dann dafür entschieden, okay, wir versuchen es mal mit der Schwerttaktik. Schwerttaktik hat leider Gottes auch nicht funktioniert, zumindest nicht auf Alpha, denn ich habe am Anfang hart gefailt, indem ich vergessen habe, einfach MedBlue zu benutzen. Ich habe einfach null auf mein Leben geachtet und wurde einfach des Todes weggeschreddert. Beim zweiten Versuch hat es dann funktioniert, aber es war sehr, sehr knapp und der Drache war auch nur auf Beta. Das heißt, auf Alpha müsste man sich immer noch andere Gedanken machen. Beziehungsweise solo-technisch ist es nicht so ganz einfach. Weshalb ich jetzt mittlerweile auch der Meinung bin, dass der Server beim kommenden Centaur-Vibe auf einen Viermann-Server gestellt wird. Dass die Chance relativ hoch ist, dass Leute auch zusammenspielen. Denn zu zweit ist es definitiv easy. Alleine ist es machbar, aber bedeutet sehr, sehr viel Farmen. Und so läuft es dann eigentlich auch die ganze Zeit weiter. Ich habe dann versucht, alle Bosse halt solo zu machen. Viele Rexe gebreedet für den Affenboss. Der Affe ging auch verdammt einfach. Also der ist halt wirklich gar kein Problem gewesen. Bei der Brutmutter habe ich dann wieder hart reingeschissen. Die Rexe sind leider bei, weiß nicht, 1% oder so am Ende gestorben. Waren aber auch überwiegend Prim-Sättel. Habe ich dann beim nächsten Run kompensiert, indem ich ihnen tatsächlich meine Max-Sättel auch gegeben habe. Und dafür musste ich halt elendig lange viel farmen. Viel mehr ist in diesem Zeitraum halt erstmal nicht passiert. Und wir wurden auch nicht einmal angegriffen. In der Zeit haben sich dann noch ein paar andere aufgebaut, eine größere Base hingezimmert. Allerdings merkt man schon anhand der Struktur, wie die Base aufgebaut ist, dass sie halt komplett neu im PvP sind. Demzufolge habe weder ich sie abgefuckt, noch haben wir sie groß jetzt geärgert, weil sie versuchen halt eher ins Spiel reinzukommen und so viel bringt uns das jetzt nicht viel, wenn wir da in die Base reinjieten. Demzufolge lasse ich sie immer noch aufbauen. Ja. Diesmal ist es easy machbar. Aber Solo ist trotzdem noch mal eine andere Nummer, finde ich. Wenn wir jetzt noch weiter heilen könnten, dann wäre das eigentlich noch leichter, aber passt schon. Nice. Zum Schluss zeige ich jetzt hier noch ein paar kleine Szenen, die so nebenbei entstanden sind. Nach der Swamp Cave zum Beispiel, als ich dort gefarmt habe, also um den Kontext zu verstehen, ich habe die Swamp Cave gecleared, wir haben Damage-Zahlen an und als ich reingelaufen bin, stand diese Plattform, die ihr jetzt im Hintergrund seht, stand da einfach noch nicht. Ich komme raus, sehe die Plattform, denke mir, fuck, mich hat jemand gesehen, fliege auf die Plattform, sehe dort einfach einen Typen liegen. Einfach liegen. Also er liegt dort, er macht gar nichts und ich beiße ihn mit meinem PD ganz gemütlich tot. Und danach habe ich erst die Aufnahme angemacht. Hä? Die Aufnahme lief jetzt halt nicht, weil ich einfach in der Swamp Cave war. Ich mache die Aufnahme jetzt nachträglich an. Ich habe das jetzt gar nicht verstanden.
als ich hier angekommen bin. Ich bin gerade hart verwirrt. Als ich hier angekommen bin, war hier noch nichts. Dann habe ich jetzt die Swamp Cave geklärt, komme wieder raus. Liegt der hier einfach direkt vor mir, bewusstlos, ohne alles. Liegt hier einfach da. Ist scheinbar offline gewesen oder... Der lag halt geduckt da, aber... Das Fleisch nehme ich mit, danke schön. Und ich habe ihn jetzt einfach mit dem Petey tot gebissen. Also, ich habe letztendlich nichts gemacht, außer ihn tot zu beißen. Was zum Fick geht denn hier bitte ab? Hat er auf mich gewartet? Oder was war denn jetzt die Mission? Was hat denn der einstecken? Level 125er Basi. Carbos. Plesio. Ja, komm. Komm, es ist unser einziger Gegner. Ich brauch's eh nicht. Jedenfalls habe ich nebenbei einen Tuso im Meer gesucht, mit dem ich endlich mal die Hard Underwater Cave machen konnte. Den habe ich natürlich dann irgendwann auch gefunden, sonst hätte ich nicht den Tag machen können, ganz klar. Und während ich dort halt so gesucht habe, bin ich auch einem random Dude über den Weg gelaufen, oder geschwommen besser gesagt, der da unten in der Pearl Cave gebaut hat. Der hat halt auch leider gar nichts gehabt und zu dem Zeitpunkt war ich halt schon so dick, dass es für mich keinen Sinn gemacht hat, den dort jetzt anzugreifen. Aber die Aktion allgemein fand ich ganz lustig, denn er hat sich dort einfach hingestellt, wie als wäre er tot und wäre er nicht da. Und ich weiß nicht, was er vorhatte. Wenn ich nicht gerade den Tuso gesucht hätte, wäre er mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Aber so habe ich halt gemerkt, oh, warte mal, da ist ein Sattel drauf. Ja, und den Rest könnt ihr jetzt halt hier sehen. Ja, ja. Ja, 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 wen haben wir denn da gefunden? Lol. Hockt er da auf seinem Sattel? Aha. Macht aber ganz schön dick damit. Was haben wir denn hier Schönes drin? Es ist erstmal nur Stein. Scheiße, wir kommen schon weit genug rein. Muss halt aufpassen, dass er mich von hinten nicht bumst. Anglerfisch. Plant X. Turrets. Aha. Aha. Nett, nett, nett. Dann lassen wir mal noch ein bisschen. So sollte die Ansicht immer sein. Aber guckt euch das mal an, wie schön das eigentlich aussieht. Wie geil das eigentlich aussehen kann, wenn das Wasser nicht so kacke wäre. Holy fucking shit. Das ist halt immer das große Problem, wenn man PvP spielt und andere Leute halt nicht so das Durchhaltevermögen haben. Also wir hatten einige Leute auf dem Server, viele haben halt nach 30 Minuten dann irgendwie... Und einmal sterben bei einem Raptor, sind sie irgendwie dann gelieft und keine Ahnung.
Man weiß nicht, es kann natürlich auch an Einstellungen liegen oder irgendwas anderes kann nicht gepasst haben. Kann alles möglich sein, weiß ich nicht. Da feedbackmäßig halt eigentlich gar nichts rüberkam, demzufolge habe ich natürlich alles alleine testen müssen. Das ist dann halt leider so. Und ja, das große Problem ist eigentlich aktuell, dass ASA ziemlich stirbt und Leute prinzipiell nicht so Bock haben. Ich hoffe, das ändert sich noch. Und ja, viel mehr gibt es jetzt hier eigentlich erstmal nicht zu sehen. Wie gesagt, ob am Ende nochmal ein größerer Kampf entsteht, weiß ich nicht. Von meiner Seite aus wird es auf jeden Fall noch einen Angriff auf Frodo seine Base geben. Wann der passieren wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kurz vorm Center Wipe.